Es geht voran. Zehn von 16. Nehmen wir sogar noch, machen wir noch einen. Ich tue noch einen Weg nach Hogsmeade noch einen. In dem Geistmund oder in Hogsmeade. Schade, dass wir kein Schach spielen können. Gibt's denn auch dabei? Nur ein kleines Snack von mir. Willkommener Leckerbissen. Köstlich. Ein willkommener Leckerbissen, köstlich. Ein willkommener Leckerbissen, köstlich. Wir haben uns verdient. Eigentlich nicht, aber. Nach der ganzen Lauferei. Die Basis kann man nicht kaputten. So, auf nach Hogsmeade. Wollt sie nicht stören, Herr Elf? Mal Zeit, wieder an den Hippogreif zu fliegen. Flieg! Wo auf der Map ist Hogsmeade? Genau in die andere Richtung. Man ist da unten steht. Na komm. Sei mal landen, bitte. Na also. Ich werde mal gucken, was wir da auf eine andere Option gesehen. Hoppla. Und ganz kurz was. Ach so, 5 ist. Ah, da haben wir den anderen. Den wir noch nicht gefangen haben. Ist auch noch ein Reiztier. Auf nach Hogsmeade, hier wird wieder rumgewackt. Auf geht's nach Hogsmeade. Oh, Katze. Erstmal die drei Besen.
ist hier Runde vorbei schon. Guten Abend, Sirona. Nehmen wir mal einen kleinen Snack mit. Sirona, nein. Das ist eine Zeitquest. Hier wohl nicht, aber Rebellio. Aha. Und das macht ein Demigeistes. Ist ja nicht böse, Sirona. Ich muss hier nochmal nachgucken, ob es hier einen Nebengeist gibt. Einen Nebengeist Mond. Echt einen Nebengeist wird es nicht geben. Aha. Du gehörst mir, Demigeist. Und haben wir den letzten Demigeist Mond. Können wir die Quest endlich abschließen? Bewegtes Porträt. Rebellion. Hat ja lang genug gedauert. Privatzimmer der in den drei Besen. Das Privatzimmer im Wirtshaus der drei Besen ist ein vom Hauptmann des Lokals getrennten Hauptraum des Lokals getrennten Bereichs. Hogwarts Professoren wissen zu schätzen, einen Raum, einen eigenen Raum zu haben. Ich kann halt auch nicht mehr lesen. In dem sie sich versammeln können, ohne auf Schüler zu treffen. Es ist nicht überraschend, dass auch einen auf die Schüler zu schätzen wissen, dass Lehrer ihren eigenen Raum haben. Aha. So schaut das aus. Das Lehrerzimmer. Und rechts daneben das Vollerzimmer. Okay, der war schlecht. Aber richtig scheiße. Ey, mein Schluck Butterbier. To go. Taxiwohner. Sprichst nicht mehr mit uns? Sehr betrüblich. Das können wir gleich. Oh, Katze. Nie wissen, wann die Gesellschaft in Aufruhr gerät. Schnell mal die Sachen verkaufen, dass wir zurück nach Hogwarts können und endlich die Quest des Hausmeisters abschließen. Pippins Potions sind hier lang. Hallo Homura. Das ist nicht das, was wir jetzt schon können. Das hat ziemlich verrostet.
Maus Taschen klauen. Revelio. Taschendieben. War hier nix. Das hat sich ja richtig gelohnt. Ah, da ist Pippin. Ich will wollte gar nicht zu Pippin. Obwohl. Ich meine, das müsste über dieselben Preise geben. In Punkto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Überflüssige Kleidung zu Geld machen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Jetzt muss ich aber noch mal beim Klamottenladen vorbeischauen. Vielleicht finden wir einen großen neuen Mantel, den wir anziehen können. Letztes Mal, als wir da waren, sprich mit den Blumen, man hinter dem Besen. Okay. Muss eh dorthin. Eine Sidequest. Dem alten Sprüchekoffer werde ich's zeigen. Sir, ist alles in Ordnung? Danke der Nachfrage. Mein Name ist Ackley Barnes. Und nein, ganz und gar nicht. Ich plane gerade meine Rache gegen meinen einstigen Geschäftspartner, einen teuflischen Schwindler namens Alfred Lawley. Er hat mich aus unserem Kräuterbedarfsgeschäft verdrängt, als es gerade Fahrt aufnahm. Er meinte, ich sei zu explosiv. Dem zeige ich mal explosiv. Das muss frustrierend für Sie gewesen sein. Ja, das war es. Schrecklich. Ich bin eben leidenschaftlich bei der Arbeit. Arroganter Narr. Er kann auch leidenschaftlich sein. Und daran werde ich ihn erinnern, indem ich ihm seinen geliebten Besitz nehme. Eine Venemosa Tentacula, die er aus einem Samen züchtete und die der Grundstein unseres Geschäfts sein sollte. Ich komme nicht mal in die Nähe, wenn Ruth Singer mich wie ein Augury beobachtet. Sicher auf Lawleys Bitte hin. Aber ein Kind würde niemand verdächtigen. Was halten Sie davon, schweren Pflanzendiebstahl zu begehen? Ja, aber der Knabenflug schon eingesetzt, aber das ist mir nicht gehört. Ich glaube nicht, dass eine Schülerin das für sie tun sollte. Ach, das ist doch nichts. Und er hat es verdient. Glauben Sie mir, Sie werden das im Nu erledigt haben. Na gut, Sie haben mich überzeugt. Ich sehe, Sie haben ebenfalls ein gesundes Gerechtigkeitsempfinden. Naja. Nehmen Sie so viel Kräuterkundebedarf, wie Sie nur möchten, während Sie da sind. Ich möchte lediglich die Venemosa Tentacula. Nicht vergessen, ich brauche nur die Venemosa Tentacula. Das können wir doch auch mal gerade machen. Ich muss wohl Mr. Lawleys Keller finden. Das muss es sein. Das ist wohl der Keller. Ich muss die Venemosa Tentacula finden. Wir keinen umbringen müssen. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Was geht da im Keller vor sich? Keiner hier.
je. Ich muss die Venemosa Tentacula finden. Arresto Momente. Mr. Lowe darf mich nicht erwischen. Das läuft ja super. Oh Mann. Dass der uns noch nicht gehört hat. Was geht da im Keller? Nein, 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 hier ist niemand. Wo ist die Venemosa Tentacula? Keiner hier, keiner hier. Ach nö. Bist du hier mal ein bisschen los bei ihm? Oh Kacke. Ein Wunder, dass sie noch nicht das Haus übernommen haben. Früchtzweig. Ja, wir klauen hier selbst nichts. Ich habe die Venemosa Tentacula. Die ganze. Jetzt sollte ich zu Mr. Barnes zurück. Und wo das schaffen? Der ahnt schon was, da steht da schon auf der Birsch. Ist schon. Hallo, Mora. Ausgang. Das wird schnell weg hier. Wo das auffällt. Konnten Sie schon diese Freundin von mir von diesem ehemaligen Freund abholen? Yep. Wie hast du? Hallo, Mr. Barnes. Ich habe die Venemosa Tentacula. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn sein geliebter Besitz plötzlich fort ist. Mal sehen, wer dann explodiert. Sehr gut. Ich nehme sie Ihnen gern ab. Die Beschaffung war schwieriger als erwartet. Ich würde gern für meine Mühe bezahlt werden. Tja, das ist nur gerecht. Sehr geschäftstüchtig von Ihnen. Hier, eine Kleinigkeit für den nächsten Besuch bei Zonkos. Noch einmal vielen Dank. Sie werden noch Großes erreichen. Heute kommt ein Handschuh. Okay. Und geht's. So, jetzt wollen wir aber mal.
nachdem wir diese kleine Sidequest hatten, schön mal shoppen gehen. Hallo, kommen Sie ruhig herein. Erstmal Sagen Tee. Sie Bescheid, wenn Sie Hilfe brauchen. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Allerdings. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Ich sehe es gar nicht. Ich bin gemeinte. Umgang mit Kartenmuster. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Das passt eher zu Gryffindor, zu Slytherin. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Schmiedegewand. Naja. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Sven ist tolle Upgrades. Ah, ich weiß nicht. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Nee. Heute nicht. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. So, auf noch mal kurz. Nehmen was abzugeben. Und Alomoa Stufe 2 zu lernen. Hoffentlich. Katze. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Auf den Besen. Doch nach So, wo landen wir jetzt? Na komm, na, nicht wieder durch den Turm. Wie können wir landen? Und rein hier. Hallo, Homura. Wir waren auch noch nicht drin. Zwei ja schon fast an den Punkt. Schloss war schon fast offen. Oh. Okay, draußen in dem Gang. Alohomora.
Aha. Wo geht's denn hier lang? Schlüssel. Revelio. Da ist die Kiste hinter. Wo ist der Schrank für den Schlüssel? Tja, wohl nicht. Bevor ich hier hinkomme, durch diese eine Tür. Und eine weitere Hausmarke. Da waren es nur 5. Noch weiter hoch. Wird mir gleich schwindelig. Aha. Welchen Zimmer muss man dafür benutzen? Ich nicht. Ich wollte eigentlich nur mal den letzten Demigas-Mode abgeben. Ich rate mal hier in so ein Treppenhaus. Hier sind nur Krankenflügel. Oder was? Hier waren wir ja auch noch nicht außerhalb der Story. Erstmal Heiltrank klauen. Revelio. Ist doch was. Natürlich, Stufe 2. Wir müssen also nochmal wiederkommen. Hallo! Wie schön, dich zu sehen! Das Bad der Vertrauensschüler. Schwimmen gehen. Das hatte ich immer besser in Erinnerung aus den Filmen. Das Klo der Vertrauensschüler. Hallo Homura. Was die Truhe hat im Schloss. Wundervoll.
Ah ja. Und hier müssten wir auch gleich bei dem Großmeister rauskommen. Da hat uns direkt richtig geführt. Jetzt wär's so gewollt gewesen. Und dann brauchen wir den direkt zum Hausmeister. Ei. Jetzt. Uff. Schlossstufe 2, da können wir gleich ausprobieren. Okay, ist ein Rätsel. Gerade nicht. Einfach wunderbar. Ich habe den Schulleiter noch nie so königlich. Wenn ich mir recht gebe, dann ist es doch seine Art, nicht wahr? Scrobs Herr ist in der Tat königlich. Oh, es macht dir doch nichts aus, mal meine zu wischen, oder? Scrob darf nur die Besuche seines Herrn ausführen, Sir. Sicherlich wissen Sie das. Ja, ja, natürlich. Hier waren wir bestimmt schon drin. Schloss auf Stufe 1. Alohomora. Schloss auf Stufe 2 können wir gleich ausprobieren. Was so wertvolles drin ist. Revelio. Liebe Mirabelle, mein lieber Dot hat nach dir gefragt. Vielleicht kann ich sie überzeugen, für ein oder zwei Butterbier vorbeizukommen, wenn du kommen würdest. Es ist schon viel zu lange her. Wenn du schaffst, vorbeizukommen, könntest du dann wohl ein paar deiner Pflanzen mitbringen, die ganz besonders stark duften. Und vielleicht seit dem Treuhandgriff hören die Kunden nicht auf über den Geruch von Dobst. Oder nicht alten Socken zu beklagen. Anscheinend war ich bisher nicht in der Lage, den Gestank zu übertünchen. Ich hoffe, dich bald hier zu sehen, mit oder ohne Pflanzen. Deine Freundin Zirone. Ach, großartig. Ein Brief von Zirone an die Pflanzenkunde, Lehrerin. Das haben wir gerade verkauft, jetzt müssen wir hier wieder. Ein bisschen nicht, aber jetzt haben wir hier wieder Sachen ein. Das ist also das. Wohnbereich von. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Mir geht es schon besser, jetzt wo ich weiß, dass die Statuen weg sind. Ich hatte versprochen, Ihnen zu zeigen, wie Sie Alohomora verbessern, wenn Sie mir genug Monde bringen. Mit diesem Wissen können Sie noch stärkere Schlösser knacken. Aber ich weiß immer noch nicht, wer hinter diesen Statuen steckt. Sag nicht. Es gibt noch viele üble Dinge, die darauf warten, mich zu quälen. Wenn Sie mir mehr Monde bringen, zeige ich Ihnen die mächtigste Form von Alohomora, die der Welt der Zauberei bekannt ist. Oder zumindest mir. Suchen Sie diese Monde. 2. Das reicht mir erstmal. Beruhigen und wir könnten herausfinden, wer hinter all diesen Stufe 3 Schlüssel habe ich noch nicht gefunden.